draußen walken, bei der geballten Frischluftzufuhr draußen, da setzt die Pumpe aus, sie kriegt einen Klaps, wer kann sich das erlauben? Das tue ich. Dann sowas machen Sie selbst. Ich meine, ist das nicht irgendwie gefährlich? Nein, überhaupt nicht gefährlich. Wenn Sie sich an diese Anweisungen halten, hier, schauen Sie mal. Der kleine Hauschirurg, klinische Eingriffe leicht gemacht, aus der Reihe, moderne Heimmedizin für jedermann. Angesagt ist heute Wellness. Wellness. Fitness ist tot. Tot. Wellness. Ist angesagt. Und der ganzheitliche Ansatz ist entscheidend. Und fit for fun, fit for Sport und fit for future. Das ist die Devise. Hier steht, dass der Mensch durchschnittlich nur 3% seines Gehirnvolumens benutzt. Oha. Und Leute wie Sie jetzt sogar noch weitaus weniger. Das muss man sich mal vorstellen. Sitting. Ganz frisch aus den USA. Sitting. Sitting. Das hört sich eigentlich ganz interessant an. Was ist das? Englisch. Sie denn ja. Wieder da. Aber sagen Sie mal, wie machen Sie das überhaupt mit der Narkose? Örtliche Betäubung oder wie läuft das? Mit der Narkose? Also ich schaue mir die Aufzeichnung vom letzten FDP-Parteitag an und dann brauchen Sie nicht mal bis 10 zu zählen. Praktisch. Ja. Vor allem für Leute wie Sie, ne? Wo es bei bis zu 3 schon hapert. Mensch Kunz, was wollen Sie wieder damit andeuten? Ach, nichts. Nochmal, auf welcher Gehirnhälftenseite sterben denn die Zellen? Auf der rechten oder auf der linken? Das hängt vom Parteibuch ab. Ich gehöre eben, wie gesagt, zu dieser kleinen Minderheit in unserer Bevölkerung, die man nun mal nicht jedem Softsport-Trend sofort hinterher nimmt. Ja. Das letzte Mal, als ich mich sportlich bewegt habe, das war, glaube ich, zu Zeiten der Trimmdichtwelle in den 70er Jahren. 300.000 Stück, paff, Fucicato, bei jedem Prösterchen. Hochgefährlich. Ich merke schon, Sie machen sich Sorgen darüber, wie viel durchzechte Nächte Sie sich wohl noch leisten können, Herr Hinz. Berechtigterweise, wirklich, denn allzu viele dürfen das tatsächlich nicht mehr sein, bei 300.000. Jedes Mal. Ambulant, zu Hause. Selbst ist der Chefarzt. Und außerdem, per Selbstoperation gefährde ich nicht meine Prozente. Prozente? Ja. Welche Prozente? Von der Krankenkasse, Schadensfreiheitsklasse und so. Ah, das müssen Sie mir erklären. Ja. Der Bürgerschützenverein ist die Perle des Vereinslebens. Das größte und das wichtigste überhaupt in einer Gemeinde oder in einer Stadt. Moment, wichtiger als Weihnachten? Ach, kein Vergleich. Das Einzige, was jetzt hilft, ist sofort alle Gehirntätigkeit einstellen. Sofort, schlagartig, die Synapsen entlasten. Das geht doch gar nicht, bei mir ist doch im Oberstübchen immer Randale. Das ist Revolution, alles in Bewegung. Dann hilft nur eins. Ja. Zeitung lesen. Intensiv und entspannt Zeitung lesen. Gucken Sie mal. Ja. Zeitung lesen. Ja. Zeile für Zeile, alles freimachen da oben. Es ist alles leer, völlig entspannt. Jede Synapse. Ja. Und jetzt so bleiben. Bis zur nächsten Folge. Sitzen Sie bequem. Ach ja, danke, so ganz gut. Aber wieso fragen Sie? Mensch, Kunz, das war keine Frage, das war ein Befehl. Hören Sie auf. Oh, haben Sie das gehört? Auf beiden Seiten scheppert das bei mir. Und vorne und hinten, das ist ja grausam. Haben Sie es gehört? Höchste Alarmstufe. Vielleicht bin ich ein Genie. Ist nicht Ihr Ernst? Sicher geht es los. Ach. Schalldämpfer mitbringen. Das kann ich mir nicht mit ansehen. Ja. Sagen Sie mal, wo ist denn die Kassette vom FDP-Parteitag? Nee. Die wollen Sie jetzt ansehen? Das sieht mir nicht an. Ja. Schalldämpfer mitbringen, es geht los.
puff, da. Nein, nicht da und nicht im Karneval und nicht in der Hütte. Kunz, ich will's Ihnen verraten. Ich will Zeremonienmeister werden. Einmal im Jahr den Landrat duzen. Das wer kann sich das erlauben? Und dann das Vogelschießen. Und ich sag Ihnen, dies Jahr schieße ich ihn ab. Wen, den Landrat? Ach Quatsch, den Vogel schieße ich ab. Sie heißen mit Vornamen Heinz? Heinz? Hinz? Für meine Schützenbrüder ja. Sehen Sie mal, das hat sich so ergeben. Am Anfang hat natürlich jeder gesagt, eine Runde, Herr Hinz. Und Prost, Herr Hinz. Und dann sind wir uns näher gekommen und zur vorgerückten Stunde. Ja. Dann hieß es noch eine Runde Hinz. Heinz. Seitdem heißt es Heinz. Dann habe ich wieder einen ausgegeben und dann heißt es nur noch Prost Heinz. Ja, das ist toll. Prost Heinz. Mhm. Das ist aber schade. Also nächsten Mittwoch, ausgerechnet da kann ich nicht. Ach, hat er Angst? Nee, sonst würde ich ja nicht so Kunst verpassen. Ach, das wäre natürlich ungesund für Sie und ungesund für Sie. Und der ganze Hofstaat, der blitzt und funkelt. Mhm, doch. Und die Hofdamen erröten und vielleicht sogar der Apfelprinz errötet. Und dann der Bürgermeister winkt mir auch noch zu. Mhm. Der will die nächste Runde. Und das alles, stellen Sie sich mal vor, in dieser hautengen Jacke. Da kriegt man auch zwischendurch mal Schweißausbrüche. Und da steht einem doch eine kleine Erfrischung zu. Bier muss auch mal hier rein. Sagen Sie mal, was haben Sie denn da für schöne Abzeichen? Diese Abzeichen, das sind meine Orden. Haha, und gucken Sie sich mal diesen dicken Orden an. Mhm. Wissen Sie, wofür ich den gekriegt habe? Nee. Beim letzten Dämmershoppen, da war ich der Erste, der die Lampe anhatte. Die Augen auf, rechts um und schön. Kunz, ich will's Ihnen verraten.